Hey Leute, ja, willkommen zurück bei Kerbal Space Program. Letzten Folge war schon ein bisschen länger. So, wir haben den Test Orbiter 2 eigentlich ausprobiert, haben festgestellt, jetzt machen wir gleich 2, dass der eigentlich mit dem Landebein viel zu kurz sind. Wir müssen echt die hier nochmal ranhauen. Dann können wir auch nochmal mit den Landebeinen das machen. Und gerade ist mein Kater vom Tisch runtergeflogen. Mein Gott, sind die kleinen Dinger ungeschickt. So, die brauchen wir nicht. Wir müssen hier machen. Und wir haben auch einen Landeversuch gemacht, der ja mehr oder weniger fail war. So. Und wie gesagt, die Gravitation von The Moon müsste eigentlich da wesentlich besser mich aushalten. Und dann müssen wir hier noch einen machen. So. Und dann starten wir mit dem Testorbiter 3. Gleich mal speichern, gehen wir auf den Launchpad. Wir haben leider unsere Kollegen verloren letztes Mal, die aber hier wieder sind. Dumble, Siegbert und Raven. Wir gehen mal hier gleich auf. Probieren wir mal aus. Stehen tut das Ding. Freut mich doch. Machen es erstmal an. Und starten mal alles und hoffen, vielleicht klappt es ja sogar mit dem Start. Eher weniger. Weil wir einfach viel zu schwer sind für die Dinger, denn die sind eigentlich mehr gedacht. Wir können ja mal spaßenshalber was probieren. Ich dachte, der Schwung würde vielleicht ausreichen. Nee. Dann machen wir gleich mal Endflight. Die sind einfach viel zu schwer für diese ganze Sache. Schade, 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 schade. Aber wie gesagt, das wäre dann eine Möglichkeit, das zu machen. Der Testorbiter 3 war das ja jetzt. Wir werden mal ein Landing Vehicle oder Landing, was auch sozusagen früher genutzt wurde für ja, die Raumfahrt. Denn früher mit Landebahn, da wurde auch auf der Erde erstmal geprobt mit Vehikeln. Und die waren so, dass ja nicht ganz erfolgreich gestartet sind. Was ist denn das hier? Hier komplett weg. Okay, dann machen wir das hier weg. Denn Neil Armstrong kann davon reden, was passiert ist. Denn ein paar Stunden oder ein paar Tage vor, oder Stunden nicht, aber ein paar Tage vor dem Versuch, erfolgreich zum Mond zu fliegen, ist es halt passiert, dass ja, das Ding gar nicht erst losgehen wollte. Diese Landingfähre und dann ist das ihm vor seiner Nase eigentlich fast explodiert und er konnte sich nur mit dem Rettungsfallschirm helfen. Und das ist dann doch ein bisschen erschreckend, dass er das dann doch geschafft hat zum Mond. Mit der Einstellung. Gut, wir werden mal hier ein bisschen noch was machen. Und zwar müssen wir, wir haben ja gelernt, leider reicht das nicht komplett aus. Wir müssen die kleine Engine nehmen, weil die großen sind einfach zu groß. Obwohl, vielleicht würde es dann mit dem hier gehen noch. Der ist vielleicht doch klein genug, dass er die Beine. Wir werden es mal gucken. Vielleicht klappt es ja trotzdem mit den Beinen. Bei dem hier. Wir machen es ohne SAS, vielleicht rechts, ja. Trigonometrie ist an, das freut mich. Okay. Und dann will man mal machen. Ey, wie hieß es, glaube ich? Ich bin nicht so sicher. Wir machen mal Landing. Oh, dann nennen wir mal Eagle. Ja. So. Eagle 1. Wir probieren es mal. Und gucken wir mal, ob der Adler auch landen kann. Safe. Eure Namensvorschläge werden natürlich immer noch gerne genutzt, nur würde ich nicht gerne dafür nutzen. Raketen dafür zu missbrauchen, in den Sand zu setzen. Eure Vorschläge. Wir aktivieren SAS. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel bringen wird. Starten das Ding, was auch nicht fliegen wird. Das ist super. Reicht das denn wenigstens aus, rein theoretisch, wenn wir jetzt die Dinger aktivieren? Nein, er kommt auch nicht ran. Also geht zurück zum Space Center. Schade eigentlich. Verdammt. Gut. Dann müssen wir das doch umändern. Alles weg.
So, jetzt habe ich beinahe ein anderes Programm ausgeführt. Das passiert, wenn man im Fenstermodus spielt. So, das sind Trigonometrie, genau. Zack. So, jetzt will ich mal schauen. Ist die Igel. Ja, 2. Auch wenn sie nicht wirklich Beine hat. Obwohl, wir können mal Beine ran machen. Wenn es klappt, dann klappt es ja sogar. Und Trigonometrie ist an. Auch wenn ich nicht denke, dass das sehr erfolgreich sein wird. Wir gehen auf Nummer sicher. Ja. Lieber auf Nummer sicher gehen. So, auch wenn es. Das wird auch wieder ein ordentliches Gewicht haben. Das ist der Nachteil dann. Oh, dann machen wir halt mehr Gewicht. So, safe. Und ich glaube nicht, dass das Clear Pad in the Process, ja. Ich glaube leider nicht, dass das klappen wird mit Starten. Wir werden mal maximal Schub geben und. Oh, doch. Leute, habe ich gesagt, dass ich SRS mache? Ich habe SRS vergessen. Ja. Das war's mit Derek Raymond und Senvis. Schade eigentlich. Aber wir haben sie hier wieder. Und alle noch absolut schockiert. Also ich komplett verstehe. SRS an. Und machen wir maximal Schub. So, und wir probieren uns den Spaß nochmal. Okay. Das Ding steigt aber auch verdammt schnell dafür, dass es maximal Schub hat. Und jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar drosseln wir die Geschwindigkeit. Wir hoffen nicht. Ja, die Richtung ist gut. Dann machen wir so. Das lässt sich gut kontrollieren. Okay, SS an. Wie sieht es aus mit der Höhe? Wir bekommen Höhe. Wir bekommen Höhe. So, wir versuchen mal langsam an Höhe zu verlieren. Also, das SRS ist für ein Scheiß, ehrlich gesagt. Da kann ich sie besser mit der Hand kontrollieren. Das SRS kannst du jetzt vergessen. Jetzt gerade befinden wir uns in einem Senkrechtflug, wie ich das richtig sehe. Wir noch ein bisschen mehr Sprit ablassen. Sprit ablassen. Triebwerke frei machen und jetzt mal ein bisschen hoch. Und wieder leicht abgebremst werden. Ja, man muss sich üben in die ganze Tat. Und wir verlieren wieder zu viel Geschwindigkeit. Zu viel Geschwindigkeit verlieren. Wir bekommen zu viel Geschwindigkeit. Wir verlieren zu schnell an Höhe. Das ist mein Problem. Okay, jetzt. Ah Gott. Das ist jetzt gerade doch ein ganz schönes Rumgekickse. Wie sieht's aus? Wir bekommen wieder Geschwindigkeit. Ja. Leider kann ich SRS nicht aktivieren, weil das für den Arsch, wie gesagt, ist. Da muss ich eher selber Hand anlegen. Ja, jetzt könnt ihr euch wieder Witze machen. Sieht's aus? Da kommen Berge und Wasser. Freut mich ja überhaupt nicht. Lass mal hier in die Richtung fliegen. Wow, wow, wow. Hier in die Richtung. So, wir verlieren auch langsam noch weiter in Höhe. Ups. Ich wollte ja auch anders machen. Wow, 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 wow. Ja, das mit kontrolliert landen, wa? Das ist hier ein Fall für sich, kontrolliert landen. Okay. Die Nase ist mir noch zu weit ins Landen. So. Bitteschön. Komm mit der Nase hier lang. So ist gut. Ja. Ey, wir sind schon fast. Oh Gott, ich sehe gerade, der Sprit ist fast alle. Okay, jetzt mal aus. Aus. Wow, schön, wir verlieren an Höhe. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Machen wir noch maximal Schub.
Vielleicht können wir es mal drosseln auf minimale Differenzen. Jetzt sind wir mal zurück. Ich sehe ehrlich gesagt eher schlecht die ganze Sache an. So. Okay. Wir sind zu schnell. Wir suchen sie noch zu retten. Ja, da ist es explodiert. Damn it! So, wir machen gleich nochmal Endflight und versuchen es dann nochmal. Welch ein erfolgreicher Nicht-Triumph. Zu landen. Ja, das passiert, wenn man dann zu weit vom Landesinnere kommt. Oder eben rauskommt, das ist ja gerade ein Problem gewesen. Wie weit sind wir eigentlich geflogen? Wir sind eigentlich extrem gar nicht weit geflogen, aber das Wasser war da doch ein bisschen zu nah. So. Endflight, ja. Dann machen wir mal hier Restart Flight. Da müsste man, glaube ich, dieselben Curvings bekommen. Ja. Und warum es so laut ist gerade wieder, ich weiß es nicht. So. Starten. SAS an. Erstmal für den ersten Moment, für den ersten Augenblick. So. SAS aus. Triebwerke aus. Und kontrollieren. Langsam Triebwerke wieder an. Und nicht zu sehr an Höhe verlieren. Bisschen mehr Triebwerke an. Aus, aus. Wir gehen schon wieder zu sehr ins Wasser an hier. Das gefällt mir nicht. Versucht mal in die Richtung zu kommen. Und ein bisschen mehr Schub zu geben. Boah, gerade noch so gerettet. Und jetzt will ich gleich wieder wegdrosseln. Okay. Also das ist nochmal ein bisschen was anderes, kriege ich mit. Auf jeden Fall nochmal schneller, 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 schneller. Uiu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 i. Oh Gott. Wir sind zu krass drauf gerade. Und mit die Richtung hier. Noch ein bisschen los. Oh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh Gott. Also würden wir nicht seitwärts so schnell sein, dann hätte ich glaube nicht das Problem, aber wir sind seitwärts verdammt schnell. Ich versuche nochmal gegen zu bremsen, damit wir langsam mal eine Horizontale erreichen. So ist gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur wirklich langsam genau so und noch ein bisschen mehr Sprit machen. Sprit, 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 Sprit. Oh Gott. Fuck it. Oh Gott. Fuck. Ja. Fuck. Leutchen, das müssen wir noch üben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist verdammt schwer zu landen, sage ich euch. Aber ich glaube, wir werden das auch versuchen, mehr auf dem Mond zu probieren. Oder auf dem Moon. Weil da denke ich mal, dass wir bessere Perspektiven haben, dort zu landen. Und bis dahin euch erstmal einen schönen Tag. Ich gucke da nochmal, wie viele Minuten vergangen sind. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Denn ciao, ciao.